Pascal Köpke wird Aue wohl verlassen. Foto: Armin Weigel. Deutsche Presseagentur verliert Aue seinen Top-Torjäger. Pascal Köpke, 22, steht nach Bild-Informationen unmittelbar vor einem Wechsel zu Hannover 96. Beim Bundesligisten soll der Angreifer Martin Harnik, 30, ersetzen, der zu Werder Bremen geht. Weil Köpkes Vertrag beim FC Erzgebirge noch bis 2020 läuft, würde der Zweitligist eine stattliche Ablöse für den Torjäger kassieren. Im Raum stehen bis zu 1,5 Millionen Euro. Köpke in die Bundesliga. Es wäre der nächste logische Schritt in der Karriere des Stürmers. Im Februar 2016 holte ihn Spurs Helge Leonhardt, 59, als Leihgabe von der Ersatzbank in Karlsruhe nach Aue. Köpke schlug im Erzgebirge sofort ein, ballerte die Lila-Weißen in der Rückrunde mit 10 Toren zurück in die 2. Liga. Im Sommer 2016 kaufte Aue den Stürmer aus dem laufenden Vertrag beim KSC. Preis damals: 500.000 Euro. Nach 20 weiteren Toren und 11 Vorlagen in den vergangenen 2 Spielzeiten will Köpke jetzt offenbar in der 1. Bundesliga für Furore sorgen. Und Aue müsste sich einen neuen Knipser suchen. Teilen, Twittern, teilen auf Google Plus, per WhatsApp verschicken, per Mail versenden.